Hey, wusstest du schon, dass die Regelstudienzeit zur Orientierung dient, wie lange dein Studium dauert? Sie zeigt also die vorgesehene Anzahl von Semestern, in der du deinen Vollzeitstudiengang im Normalfall abschließen sollst. Im Bachelor sind das bei uns 7 Semester, inklusive einem Semester Praktikum. Im Master 3 Semester. Urlaubssemester zählen übrigens nicht dazu. Um die zu beantragen, braucht es aber auch einen guten Grund. Und keine Panik, falls mal etwas schief läuft, gibt es auch etwas Spielraum.